noch mein Auto holen beim ACLS. Ich habe bei das Taxi keinen erreicht. Das ist ja der Wahnsinn. Also ja. Jetzt sind wir im Dienst. Ja, okay, aber ach, da ist mein Taxi, sorry. Ja, alles cool, ne? Ja, Eschkin, dann machen Sie es gut schnell. Ja, danke Ihnen. Ja, ne? Gehen Sie uns zu Gang vor, echt klar, ne? Zahlen Sie denen ein bisschen Trinkgeld. Ja, nee, das... Ja. Ja, gut genug. Ach Gott, wie Sie können Telefon. Dann kommt man zu, einen wunderschönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Howdy, einen wunderschönen guten Abend. Skinner ist mein Name. Passen Sie auf, Fahrtroute ist geändert. Ich müsste zum ACLS. Okay, eine Sekunde, ich denke. Ja. Entschuldigen Sie. was putsche Kanälen? Was für ein okay, scheiß Zufall, ey! Ich bin noch ein paar Minuten down, ich hab noch eine Fahrt vor Ihnen. Okay? Aber ich beeile mich. Bis gleich. Boah, ist das gut, Warte, ey! Richtig? Entschuldigen Sie. Was? Entschuldigen? Ja, was? Meinen Sie bitte? Sie wollen zum ACLS, oder? Ja, das ist richtig. Ich hörte echt mal mit Herrn Weiß irgendwie. Schau mal, dass ich ihn. Was? Du sagst hier gerade, du willst mit ihm flirten. Nein. Hä? Flirten? Was? Nein! Du hast das gerade gesagt, dann muss ich mal mit Herrn Weiß flirten. Nein, bist du doof? Das habe ich gar nicht gesagt. Doch. Ach. Da hätte ich gern ein Buffet. Du hättest da gern... Du hättest... Ja. Das ist mal gut hier. So, wir steigen jetzt in den Tulip wieder ein, ja? Ja, machen wir das. So, Larry. Ich bin so traurig. Ja, ich weiß. Ich auch. Mach mir bitte keine Sorgen mehr. Vor allem, wenn ich selber Sorgen mache, könntest du mir bitte keine... Oh, Mann. Ich bin so klein. Oh, mein Name ist Mimi. Ja, genau. Ja. Und zwar, ich habe jetzt hier mal kurz nachgeguckt. Also, ihre Blutwerte sind soweit alles im Normbereich, bis auf den Eisenwert. Ach, entschuldigen Sie. Ach, danke schön. Alles gut. Ich war nur schockiert. Entschuldigen Sie, das gehört sich eigentlich nicht. Sie wissen gar nicht, mir ist gerade ein ganzer Berg vom Regal. Wie sagt man? Naja, Sie wissen schon. Ach, bin ich erleichtert. Das kühle Wasser tut gerade gut. Das war eine schöne Idee. Ja? Ja. Ah, das ist aber auch schön kühl. Und trotzdem ist es heute noch so mild. Es ist gar nicht so kalt. Ja, das Wasser hat sich den ganzen Tag wohl gut aufgeheizt. Ja. Und ich bin selber so aufgeheizt, ich merke das sowieso nicht. Ist das so? Ja. Oh, scheiße, ich glaube, Tom hat noch mitbekommen, wo ich sagte, hey, Harry, und dann habe ich dir auf den Hintern gehauen. Scheiße. Oh. Ach, egal. Oh, Harry, wie peinlich. Ach, ist mir egal. Ich bin da nicht so auf der Arbeit. Das soll ruhig jeder wissen. Okay, ich bin so da, scheiße, ne? War so glücklich. Man kann das auch selbst. Oh, ja. Es geht. Können wir nicht einfach normal einmal durch die Gegend fahren? Ja, hatte ich eigentlich vor. Es geht, ich muss noch tanken. Ja, warum tankst du denn nicht, meine Güte? Weil ich so süße Ablenkung habe hier. Ach, verdammt. Eric, kannst du mal den Deckel aufschrauben, bitte? Jetzt habe ich schon den Zapfhahn in der Hand. Oh, danke. So. Ich feuer dich ein bisschen an. Wow. Oh, scheiße. Pump schneller, du Pumpe. Ich muss ja einmal kurz ins Auto. Ich meine doch die Treibstoffpumpe. Ja. Gleich voll. Das mache ich nur für dich, jetzt hör doch auf. Oh. Ja, bitte. Ich wollte das Dart spielen. Erzähl das Kart. Und. Au! Ist das anstrengend? Ich habe gerade fast dein Popoloch gesehen. Deine Hose ist ein bisschen verrutscht. Au!
nicht. Ich kann mich nicht halten. Ah. Ja, dann hör doch jetzt mal auf. Oh, ja. Wir machen jetzt was Altersgerechtes. Du hast so ein bisschen an die Stange getanzt oben. Ach, diese verfluchte Stange. Ich hab's Bronco gesagt. Ja. Ja. Ja, leider kann ich da niemals für dich tanzen. Ich rutsch da irgendwie immer ab, wenn ich dich sehe. Das... Wow. Das passiert dann wieder. Also, Larry, das hat sich ausgelöst bei dir, meine Güte. Ja, ich glaube, du warst der Auslöser davon. Wow. Hast du dir das jetzt gerade vorgestellt? So hat sich das angefühlt. Ah, okay. So, ja, dann können wir den Porno ja jetzt gleich weiterdrehen. Ja, und, das, nee, hier, das ist alles gut. Reno. Oh, das war nur ein Witz, das war wirklich nur ein Witz. Nein, ja, war es nicht. Schauen Sie nur die Schuhe an. Ach, ich gehe kurz rein. Ich esse ja Spinat, ist ja okay. Aber was kann ich denn jetzt für dich tun? Nichts, wir gehen jetzt gleich erstmal essen. Schließt ja. Ah! Oh mein Gott! Oh, Harry! Ich. Oh, mein Herz. Ich hasse Autofahren. Ich hasse die Stadt. Ich hasse Norden, Westen, Süden, Osten. Und ihr habt schon wieder falsch gesagt. Ja? Ich wollte schon immer mal einen Officer küssen. Nein! Nein, das kann ich jetzt hier nicht machen, bitte. Warum? Das habe ich auch gemacht. Schämst du dich? Ja, Larry, ich bin neu. Harry, schämst du dich etwa? Ich bräuchte eine Überführung in... Sie schämt sich. Ja, kannst du mal bitte einmal zur Seite gehen? Der könnte mal hier so ein bisschen am Wasser langfahren. Ja, Levi, da hast du mich jetzt aber überrascht tatsächlich. Ist das so? Ja, das ist so. Das, oh mein Gott. Das freut mich. Oh. Oh mein Gott, Levi. Oh, huh. Haben wir. Hui. Oh, Entschuldigung, du bist ja ganz nass geworden. Oh. Ach du Scheiße. Oh, dein Kleid. Ich hoffe, es ist nicht ruiniert. Harry. Nein, es ist alles in Ordnung. Ist okay. Komplett durchsichtig. Ey, nee, Scheiße. Nein, ich hab's trinken oder essen. Irgendwas hab ich vergessen. Oder trinken oder essen hab ich vergessen. Scheiße. Das Problem ist, da findet mich doch jetzt keiner. Ich kann ja nicht mal aufmachen. Scheiße. Hier so. Nicht wundern. Ich muss jetzt einmal kurz erst desinfizieren, dass ich den Zugang legen kann. Es könnte ein bisschen kalt werden. Scheiße, jetzt. Ich wollte warten, bis sie mit den Infusion geht. Und diesen. Also ich. Oh, Harry! Harry! Ist. Was ist das denn für ein Oh, Larry, bitte bin ich heute. Ist alle. Lachen. Es wundert mich. Ah, da kriegst du doch noch mehr Kopfschmerzen. Ich hab echt Schmerzen. Oh je. Was ist denn? Achso, ich dachte, du machst das jetzt. Ach, so, hier, in Weihnachtsklamotten mit Geweih, vorm Baum? Okay. Ach. Au, au. Hör doch auf, mich zu lachen zu bringen heute. Oh. Wow, du bist ja noch verdammt gelenk. Sag mal. Ja, howdy, Mr. Popodopoulos. Ich war gestern noch bei Raimi's. Und wir hatten noch ein bisschen gewartet und wir haben uns echt Sorgen gemacht. Ich hoffe, es ist alles okay. Es ist toll, dass ich Sie erreiche.
Ja, wissen Sie, ich hatte einen akuten Fall von Fall durch und ich konnte es leider nicht arrangieren und mein Handy ist in die Toilette gefallen und ich musste es rausfischen und dann ist es in Reis gelegt und dann musste ich 24 Stunden warten, damit es wieder trocken ist. Ja, aber saugt denn Reis auch die Scheiße auf? Nein, das ist immer noch dran. Ach du Scheiße, das tut mir sehr leid. Aber dieser Durchfall ist jetzt erledigt, oder müssen Sie immer noch zwischendurch mal, einen feuchten Ausgang gewähren? Naja, garantieren kann ich für dich, dass mein feuchter Flötenstand dazwischen ist. Also, ich würde mal lieber nicht hart pupsen, damit es nicht mit Land kommt, aber ich versuche, ich halte durch. Wissen Sie, was das schönste Gefühl ist? Nein. Wenn Sie irgendwann wieder pupsen können und es kommt nichts nach. Das ist das beste Gefühl. Ich hoffe, dass Sie das bald wieder haben. Naja, jedenfalls, ich werde mich dann gleich wieder melden bei Ihnen. Ja, natürlich, alles klar. Okay. Howdy, Mr. Pupsen. Howdy auch. Ja, bis dann, schön Wetter.